Stress bei den The Voice of Germany Coaches. Bill und Tom Kaulitz schießen gegen ihren Kollegen Ronan Keating. Ist er zu streng zu den Kandidaten? Die Battles von The Voice of Germany sind im vollen Gange. Besonders das Team von Bill und Tom Kaulitz räumt ab. Ich kriege SMS von Leuten, die schreiben, eure Battles sind sowas von gut. Die haben so ein anderes Level, dass man das Gefühl hat, ihr macht eine eigene Sendung. Ich habe mich wirklich gefreut, erzählt Tom in ihrem Podcast Kaulitz Hills, Senf aus Hollywood. Ihr Kollege Ronan Keating muss dagegen jede Menge Kritik einstecken. Bill und Tom Kaulitz schießen gegen Ronan Keating. Der Ire mäkelt ständig an den Talents rum. Im Netz kommt seine Art gar nicht gut an. Ob Ronan sich so einen Gefallen tut? Ich habe jetzt gelesen, was ist mit den Ronan Keating los? Seit den Battles ist er sehr zickig. Eigentlich hat man gesagt, der liebe Weltstar. Ist er nicht mehr? Stichelt Bill gegen seinen Mitcoach. Weil er vielleicht gemerkt hat, dass sein Team nicht so stark ist. Jetzt kommt der Neid raus. Und auch Tom findet, der ist so ein strenger Lehrertyp. Ob er dann in den Coachings das Beste rausholt, weiß man halt auch nicht. Zwischen Bill und Ronan hat es in den Teamfights sogar richtig gekracht. Ich habe mich angegriffen gefühlt. Ich gebe es jetzt einfach zu. Wir haben uns gestritten. Ich habe es sehr persönlich genommen und bin ein bisschen ausgerastet, erzählte der Tokyo Hotel Star vor einigen Wochen. Doch der Vorfall ist für Tom längst vergessen. Ich liebe den Ronny, stellt der 34-Jährige klar. Allen Spaß beiseite. Die sind wirklich alle toll. Wir verstehen uns alle gut. In der Vergangenheit krachte es schon einige Male bei den The Voice of Germany Coaches. Welcher Beef unvergessen ist, seht ihr im Video.